Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt, heute mit einer echten Offroad-Ikone, nämlich dem Jeep Wrangler. In unserem Fall mit dem 2,2 Liter Diesel an Bord und zwar in der Ausstattungslinie Sahara, also eine der höheren Ausstattungsformen. Und wir fahren mit dem Wrangler jetzt nicht Offroad, nein, wir fahren damit unsere typische Teststrecke. 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Und gleich mal vorneweg an die Jeep-Gemeinde und die Jeep-Fans. Ich werde auf dem Auto ein bisschen rumhacken, denn es gibt so ein paar Sachen, die mir gar nicht gefallen, aber nicht gleich meckern. Denn auf der anderen Seite werde ich euch auch erklären, warum ich den Jeep Wrangler dann irgendwie trotzdem mag. So, wieder eine Verbrauchsfahrt, diesmal in einem Jeep Wrangler, 2,2 Liter Diesel. Der liefert hier 147 kW bzw. 200 PS und maximal 450 Newtonmeter Drehmoment. Ist serienmäßig gekoppelt mit einem 8-stufigen Automatikgetriebe und natürlich bei Jeep üblich mit Allrad an Bord. Jeep gibt den Verbrauch an mit 7,9 Litern Diesel auf 100 Kilometer und wir schauen jetzt mal, wo wir dann hinkommen bei unserer Verbrauchsfahrt. 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Wie immer die Temperatur aktuell 19 Grad Außentemperatur, hier drin kuschelige 22 Grad über die eingeschaltete Klimaanlage und die natürlich wie immer auf geringster Lüftungsstufe, damit es hier drin leise bleibt, wobei ich direkt schon sagen muss, leise bleiben wird es hier nicht, denn sowohl der Diesel als auch der Wind sind hier im Jeep deutlich zu spüren. Wer sich für einen Jeep Wrangler interessiert, und zwar das aktuelle Modell, der muss mindestens 47.000 Euro auf den Tisch beim Händler legen, zumindest nach Preisliste. Dafür gibt es dann die kurze Variante und ganz wichtig, der Preis für den Jeep ist egal ob Benziner oder Diesel, der gleiche beim Einstieg. Wichtig außerdem ist aber auch, dass der dann nur die Ausstattungslinie Sport hat, also das heißt die Basisausstattung. Wir fahren hier die lange Version, also den Fünftürer. Wir fahren die Ausstattungslinie Sahara und damit werden bei uns mit dem 2,2 Liter Diesel an Bord, aber auch mit dem 2 Liter Benziner mindestens 57.000 Euro fällig, wobei es hier noch reichlich Platz nach oben bezogen auf die Ausstattung gibt. Wenn wir uns den neuen Wrangler von vorne anschauen, dann finde ich, hat Jeep hier einen richtig guten Job gemacht, wenn es ums Design geht. Denn wir haben den typischen Jeep-Grill, wir haben den flankiert seitlich mit den typischen runden Jeep-Scheinwerfern und wir haben zum Beispiel weitere typische Jeep-Merkmale, wie hier diese aufgesetzte Motorhaube mit den doch recht rustikalen Verschlüssen an der Seite. Außerdem die sehr breit ausgestellten Radhäuser hier. Und so haben wir eine Front, die sofort klar macht, ja, hier kommt ein Jeep. Es hat sich aber trotzdem ein bisschen was getan, denn normalerweise kommt der Wrangler auch heute noch mit Halogenscheinwerfern, aber unserer hier ab der Sahara-Ausstattung hat LED-Scheinwerfer an Bord. Und wichtig auch, wir haben jetzt hier in den Kotflügeln verbaut, LED-Tagfahrlicht bei unserem Fahrzeug und damit doch ein bisschen was Moderneres vorne. Was ich nicht so ganz schön finde, was allerdings auch so für diese Optik da sein muss, ist diese sehr weit nach vorne gestreckte Stoßstange vorne. Ich nehme an, da kann man auch super eine Winde verbauen, ohne dass es stört. Aber aktuell ist es selbst für große, schwere Menschen wie mich ein super Platz, um einfach mal eine Pause zu machen. Thema Infotainment hier im Jeep Wrangler Sahara. Serienmäßig gibt es hier vorne im Cockpit ein 3,5 Zoll LCD-Display und klassische Rundinstrumente und ein 7 Zoll System mit Touchscreen hier fürs Infotainment. In unserem Fahrzeug, dem Sahara, haben wir jetzt hier vorne in der Mitte ein 7 Zoll Display, ein Multifunktionsdisplay, das man anpassen kann und haben in der Mitte hier ein 8,4 Zoll Touchscreen, über den wir zum Beispiel das Infotainment bedienen können, also das heißt auch die Satellitennavigation. Es gibt übrigens serienmäßig immer Digitalradio an Bord und das System hier hat den großen Vorteil, es bietet neben den normalen Funktionalitäten auch serienmäßig Apple CarPlay und Android Auto. Finde ich persönlich heutzutage ein Muss und das macht der Jeep in dem Fall ordentlich und es funktioniert vor allen Dingen völlig problemlos. Zum Thema Instrumentierung, hier vorne die Rundinstrumente sind schön abzulesen. Auch bei uns diese Kontrastfarbe Orange, finde ich persönlich, macht einen guten Eindruck. Ist alles sehr aufgeräumt, sehr ordentlich und klar. Und wie ich finde, passen auch die Rundinstrumente einfach gut zum Wrangler. Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme hier im Wrangler. Was immer mit an Bord ist, das ist ein Tempomat, aber kein adaptiver Tempomat. Den muss man separat bestellen und den haben wir hier leider auch nicht verbaut. Außerdem gibt es fürs Auto eine Rückfahrkamera. Es gibt Einparksensoren und es gibt auch optional sogar einen Kollisionswarner, aber ich denke mal, so ein Jeep Wrangler ist nicht so das Auto, wo man nur auf Assistenten und teilautonomes Fahren guckt, sondern hier geht es eigentlich mehr um dieses ursprüngliche Autofahren.
Und wer sich so einen Wrangler kauft, den kann ich nur empfehlen, man sollte Auto fahren können, denn er ist nicht nur groß und relativ schwer, sondern er ist auch nicht so leicht zu fahren wie so mancher Kleinwagen. So, Platzangebot. Für den großen Menschen ist hier im Jeep Wrangler vorne, sowohl auf der Beifahrer- wie auch auf der Fahrerseite, mehr als ausreichend Platz. Das könnt ihr auch sehen. Kopffreiheit habe ich immer noch genug mit meinen rund 1,95 und meinen auch nicht so richtig kurzen Beinen. Interessant ist aber eigentlich eher die Sitzposition hier vorne, denn man sitzt, obwohl mein Sitz ganz hinten ist, relativ weit vorne im Auto, relativ nah am Lenkrad. Und die Beine, die verschwinden irgendwie in so einem Tunnel. Das ist sehr ungewohnt, ist aber gar nicht schlecht. Man sitzt vor allen Dingen im Fahrzeug sehr aufrecht, was ich sehr mag, und sehr hoch. Das heißt wirklich über den Ding. Spannend wird das Ganze dann wieder in Verbindung mit der schmalen Scheibe hier vorne. Das gibt einem so ein bisschen das, sag mal, Willis-Gefühl. Also das fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie so ein ursprünglicher Jeep. Schön hoch, schön eng und vorne wenig zum Rausschauen. Gilt übrigens auch für hinten. Da habe ich zwar eine große Heckscheibe, aber auf der Heckscheibe kann ich wunderschön den Rest von meinem Reserverad sehen und relativ wenig von der Straße. Aber Gott sei Dank habe ich hier zumindest eine Rückfahrkamera verbaut und damit wird das Rangieren das dann wieder einfacher. Wichtig beim Fahrzeug ist noch, auf den Rücksitzen ist, wie ich denke, auch genügend Platz, zumindest wenn hier vorne eine normale Person sitzt. Aber wie viel Platz da wirklich hinter mir ist, das probieren wir wie immer beim separaten Stopp aus. So, wie immer einmal aussteigen, um zu gucken, wie der hinten im Platz aussieht. Mein Sitz ist nicht verstellt. Und wenn ihr am Wrangler einsteigt, müsst ihr immer den Kopf einziehen, sonst stoßt ihr euch den, aua, oder das Knie. So, also, für die Knie genug Platz, man sitzt relativ tief, die Knie relativ hoch, aber Platz auch am Kopf. Ich habe 5 cm Platz, was ein bisschen ungewohnt ist hier. Das sind diese Streben hier von dem Überrollbügel, wo die Lautsprecher verbaut sind, weil da guck ich quasi drauf. Aber Platzangebot für große Menschen im Fond mehr als ausreichend. Thema Sitze. Die Sitze, die bei uns im Fahrzeug verbaut sind, das sind die Ledersitze. Normalerweise hat der Wagen Standardstoffsitze bzw. in der Sahara-Ausstattung sogenannte Premium-Stoffsitze. Wir haben hier die aufpreispflichtige Lederausstattung an Bord. Die Extras, die unser Wagen hat, und auch die Basisausstattung, die wichtigsten Details, die blenden wir euch gleich nochmal ein, dass ihr euch die in Ruhe anschauen könnt. Dann muss ich mir nämlich nicht immer alles merken. Zum Thema Sitzkomfort. Also Kopfstütze ist hoch genug. Die Einstellungsmöglichkeiten vom Sitz sind völlig in Ordnung. Die Komforteigenschaften vom Sitz sind, wie ich finde, für einen Wrangler auch völlig okay. Was ich hier ein bisschen vermisse, ist Seitenhalt. Er bietet zwar eine gewisse Unterstützung, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit dem Fahrzeug Offroad fahren, also wirklich schweres Gelände fahren, dann würde ich mir hier gerade in dem oberen Bereich und in den Seitenwagen ein bisschen mehr Unterstützung wünschen, denn ich glaube, das geht einem sonst ziemlich heftig ins Kreuz nach einer gewissen Zeit. Aber wie immer, ich bin nicht Gardemaß. Vielleicht sitzt ihr als schmalerer Mensch tiefer im Sitz. Wenn ihr da Erfahrung habt, bin ich jederzeit für einen Kommentar offen. So, Überholmanöver. Wie man sieht, die 200 PS hier im Auto, die machen zum einen Lärm, man hört den Diesel deutlich, zum anderen reichen sie aber vollkommen aus, um den Wagen flott genug in Bewegung zu versetzen, sodass man auf der Landstraße auch problemlos überholen kann. Das funktioniert alles ganz easy und ohne Probleme. Was allerdings beim Fahrzeug ein wichtiges Thema ist, das ist das Thema Lenkung und Fahrwerk. Denn so ein Jeep Wrangler, der hat große Räder drauf. Wir haben hier ein grobes Profil auf den Rädern und wir haben ein hohes und schweres Fahrzeug. Unser Wagen hier hat, glaube ich, ein Leergewicht von über 2100 Kilogramm. Also absolut kein Leichtgewicht und das merkt man gerade im Moment, weil wir relativ viel Wind haben, wirklich daran, wie sich das Auto fahren lässt. Die Lenkung als präzise zu bezeichnen, wäre eine Beleidigung für alle anderen Fahrzeuge, bei denen ich das bis jetzt gemacht habe. Ich habe hier manchmal gerade so auf etwas längeren gerade Ausstrecken das Gefühl, als wäre ich in einem alten Film. Kennt ihr das aus den 50er, 60ern? Diese Leute, die ganze Zeit so im Auto gesessen haben und mit dem Lenkrad geschaukelt haben, ohne dass was passiert ist, weil die in Wirklichkeit auf dem Hänger gestanden haben. So ähnlich ist es hier manchmal. Man hat also wirklich das Gefühl, man ist permanent mit dem Lenkrad in Bewegung, um das Fahrzeug dort zu halten, wo man es gerade haben will. Und das fällt zum Beispiel auch hier auf den schmalen Landstraßen auf, dass man eigentlich viel mehr nachlenkt, viel öfter korrigiert, als man das von anderen Fahrzeugen kennt. Es ist aber, wie ich finde, der Preis, den man einfach bereit sein muss zu zahlen, wenn man einen richtigen Offroader fahren will,
wie diesen Jeep Wrangler. Das gehört einfach irgendwie auch zum Auto dazu, dass es eben nicht durch die Kurven geht wie ein Sportwagen. Und das merkt man auch hier gerade, wenn man, jetzt so wie ich jetzt gerade, ein paar engere Kurven hier fährt. Man neigt dazu, doch langsamer zu fahren und das Ganze gemütlicher anzugehen, denn der Wagen neigt sich doch ein bisschen mehr, als man es normalerweise gewohnt ist. Und auch der Grip auf der Straße, der ist nicht optimal, würde ich jetzt mal sagen, um sportlich über den Asphalt zu fegen. Aber wenn man es ruhig angehen lässt und einfach die Fahrt genießt, kann auch das richtig Spaß machen. Fahrwerk habe ich gerade eben vergessen. Das ist relativ straff abgestimmt. Allerdings nicht so straff, als dass das Auto sich nicht mehr neigen würde, aber straff genug, als dass ich Bodenunebenheiten sehr deutlich spüre. Und auch da wieder, wir reden von einem Offroader, da müsst ihr mit gewissen Komforteinbußen einfach leben. Den Wrangler gibt es serienmäßig mit 17 Zoll Alurädern, jedoch die Ausstattungslinie Sahara bzw. Rubicon, die haben 18 Zöller verbaut, die haben wir hier auch drauf. Wichtig, wir haben hier grobe Reifen, also wirklich Reifen, mit denen man Offroad fahren kann. Und ein typisches Wrangler-Thema ist, man kann die Frontscheibe umklappen. Dafür sind hier die Auflagen auf der Haube. Wobei ich aktuell ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß gar nicht wie, denn wenn ich mir die Scheibenwischer angucke, dann wären die im Weg. Gibt es aber sicherlich eine Lösung für. Wenn wir uns das Fahrzeug ansonsten anschauen, wir haben hier an der Seite die Trittbretter verbaut. Die sind bei uns Serie wegen der Sahara-Ausstattung. Normalerweise sind die aufpreispflichtig. Für den Rubicon, also für die ultrageländefähige Version, gibt es die nicht. Aber dafür gibt es da sogenannte Rockslides. Also das heißt, da sind im Endeffekt Schienen verbaut, damit ich schön über die Felsen rutschen kann. Und wir haben außerdem bei uns am Auto das Hardtop in Wagenfarbe. Das ist bei uns auch Serie. Es gibt aber grundsätzlich auch das Fahrzeug mit einem Softtop oder mit einem schwarzen Dach. Und wenn wir uns dann die Seite anschauen nochmal, wir haben hier die typischen Wrangler-Türscharniere. Denn die Türen kann man grundsätzlich rausnehmen. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, das ist 4,88 Meter lang, weil wir eben die fünftürige Variante fahren. Hat einen Radstand von 3 Metern und das merkt man auch noch im Innenraum, da ist ordentlich Platz da. Und wir haben eine Bodenfreiheit von nicht ganz 25 cm. Also so wie er hier steht, ist er tatsächlich Offroad-tauglich. Wichtig außerdem, was ich finde, was den Look ausmacht, wir haben vorne eigentlich überhaupt keine Überhänge. Da ist nur noch die Stoßstange zu sehen. Wir haben hinten einen extrem kurzen Überhang. Und das, finde ich, sorgt für diesen einzigartigen seitlichen Look von dem Wrangler, den ich persönlich sehr mag. Sieht ein bisschen, ja, ein bisschen old-fashioned aus, aber irgendwie steht es dem Auto. Und was noch dazu kommt, das Ganze zu unterstützen, ist die Höhe vom Wagen. Denn der ist rund 1,84 Meter hoch, also schon eine ordentliche Erscheinung von der Seite. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man denn hier die Türen theoretisch ausbauen kann. Wenn wir die Tür aufhaben, dann haben wir hier drin an der Seite so eine Verkleidung, in die dieser Haltegurt mit der Kabellage reinläuft. Was ein bisschen schade ist, die ist nur eingesteckt und dadurch sieht das Ganze hier von der Verarbeitung nicht wirklich schön aus. Also da sind so, sag mal, die Maße, die Spaltmaße nicht wirklich hübsch. Man kann die aber rausnehmen, hat man das Gefühl, man wird das halbe Auto zerreißen. Und dann ist dahinter ein Stecker und man kann diese Lasche einfach rausheben und könnte dann quasi die Tür komplett lösen und sie einfach nach oben herausheben aus dem Auto, denn dafür sind diese Scharniere gemacht. So weit gehen wir jetzt aber nicht, denn ich muss die Tür auch wieder reinkriegen. So, Deckel ist wieder drauf. Was mich jedoch interessieren würde, ist, wenn ich die Türen abnehme, nehme ich natürlich auch die Außenspiegel mit ab. Und jetzt die Frage, darf ich den in Deutschland eigentlich noch fahren? Weiß ich gar nicht. Müsste man mal nachfragen. Thema Material und Verarbeitung hier im Wrangler Sahara. Grundsätzlich finde ich die Anmutung so auf den ersten Blick gar nicht schlecht und vor allen Dingen typisch Jeep. Also ich habe wirklich sofort das Gefühl, ich sitze in einem Jeep und das will ich auch, wenn ich so ein Auto kaufe. Ich finde ganz witzig die Anordnung hier zum Beispiel des Displays in der Mitte mit den beiden Lüftern daneben, mit den beiden Runden. Das erinnert mich sofort an die Front vom Fahrzeug, finde ich persönlich eine schöne Idee. Aber ansonsten, wenn ich mir das Material anschaue, wir haben hier, glaube ich, das Armaturenbrett entweder Kunstleder oder Leder bespannt mit Ziernähten. Macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck. Wir haben das gleiche hier vorne für die Airbag-Verkleidung oder auch das Lenkrad ist auch, ich denke mal, auch ein Leder oder Kunstleder. Und das Ganze mit schönen hellen Ziernähten, finde ich, macht einen guten Eindruck. Dann habe ich aber in den Türen zum Beispiel Soft-Touch-Materialien, aber sobald ich weiter nach unten gehe, habe ich Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Ist aber funktional. Muss man einfach wissen, wenn man so ein Fahrzeug kauft. Hier geht es ein bisschen um die Optik, aber eigentlich darum, es ist ein Fahrzeug, mit dem man Offroad fahren soll. Das heißt, das muss was aushalten, das muss pflegeleicht sein. Und da gibt es zum Beispiel auch eine ganz witzige Lösung im Auto, nämlich im Boden gibt es Ablassventile. Das heißt, ich kann im Grunde genommen das Fahrzeug von innen mit einem Schlauch ausspritzen und kann einfach die Ventile öffnen und das Wasser läuft aus dem Innenraum. Finde ich eine wirklich praktische Lösung, ist nicht gerade der Standard bei normalen Fahrzeugen. Was ansonsten hier verbaut ist, wie gesagt, wir haben viel Plastik.
was ein bisschen schade ist. Und das ist eigentlich der Punkt, wo bei mir die Kritik einsetzt. Viele dieser Dinge sind einfach nicht schön verbaut. Die sind zwar auf den ersten Blick, okay, wenn man mal zum Beispiel die Tür öffnet und an der Seite mal reinschaut, da sind Elemente, die passen nicht vernünftig übereinander oder nicht vernünftig nebeneinander. Die sind einfach nicht sauber verarbeitet, so wie man es zum Beispiel bei Premium-Herstellern gewohnt ist. Und das größte Manko für mich ist, es gibt für den Jeep unterschiedliche Dachformen. Es gibt eine Hardtop-Dachform, es gibt eine Soft-Dachform und es gibt auch ein elektrisches Softtop. Bei uns ist dieses Hardtop verbaut und das heißt, ich habe hier vorne zwei Einzelelemente, die ich rausnehmen kann und habe hinten das große Element, das ich mit Schrauben lösen kann. Diese Einzelelemente, die sind in der Mitte mit so einem schwarzen Stoff belegt. Das sieht auf den ersten Blick auch okay aus, ist aber wirklich nur einfach dran getackert oder, weiß ich, mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. Ist auf jeden Fall nicht flächig verklebt. Und viel schlimmer ist, rundherum sehe ich weiße Styropor, das einfach nur lackiert ist. Und zwar ebenfalls mit Klarlack. Das heißt, ich gucke wirklich auf eine Styroporoberfläche, die hart ist, aber die einfach nicht schön ist. Hätte man die auch schwarz lackiert, würde der ganze Dachhimmel völlig anders aussehen. Ist eine Sache, da sage ich völlig egal, ob es funktionell ist oder nicht. Ich mag kein weißes Dach, wo ich Styropor sehe. Ich finde, das gehört heutzutage in ein Auto einfach nicht mehr rein. Da macht man entweder Stoff drüber oder in diesem Fall wäre es kein Problem gewesen, das ganze Ding einfach schwarz zu lackieren. Da gibt es von mir einen ganz klaren Daumen runter. Finde ich persönlich definitiv zu wenig am Detail gefeilt. Ein wichtiges Feature bei unserem Wrangler ist, man kann das Dach komplett abnehmen. Und was das bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich kletter mal dafür ins Auto. So, und dafür löse ich hier die erste Klammer hier vorne und dann diese Kipphebel hier. Das sind bei dem drei. Und dann kann ich das Dach auch schon abnehmen. Von außen, da kann man nochmal sehr schön sehen, was ich beim Fahren bemängelt habe, nämlich die Unterseite hier. Finde ich persönlich nicht so schön gelöst. Vor allen Dingen, das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Wir legen das mal hier hin. Dann kann ich euch was anderes zeigen, nämlich hier oben sind jetzt die Schrauben, um den Rest zu lösen. Einmal und auf der anderen Seite logischerweise auch. Ich habe mir das auf der New York Auto Show angeschaut, denn da waren Kollegen von Jeep, die das gemacht haben. Und die haben für das Abnehmen des restlichen Dachs, also des hinteren Teils, nicht ganz 10 Minuten gebraucht. Das macht man also nicht mal eben. Und wichtig ist, dass das ein Stück ist. Das müsst ihr natürlich auch irgendwo hinstellen. Und damit ist dann ganz klar, wenn es einmal ab ist, fahrt ihr erstmal ohne Dach. Noch was zum Thema Raumangebot, und zwar Fußraum. Wie gesagt, fühlt es sich ein bisschen komisch an, dass ich in so einer Art Tunnel stecke mit den Beinen. Ist aber eigentlich gar kein Problem. Was aber ein Problem ist, es gibt hier Begrenzer, und das sind Seile, die dafür sorgen, dass die Tür nicht zu weit aufschlägt. Und die sind relativ starr. Wenn man die Tür also dann wieder zumacht, hat man hier unten an der Seite so einen Knubbel, so einen, ja, einen Haufen Seil rumstehen. Und der stört einfach. Den merke ich die ganze Zeit am Bein. Am Anfang habe ich gedacht, da liegt irgendwas im Fußraum oder ist irgendwas lose. Nein, das sind tatsächlich diese Seile, die dafür sorgen, dass die Tür nicht so weit aufschlägt. Ich denke, auch da hätte man vielleicht, weiß ich, mit einem zusätzlichen Gelenk oder so dafür sorgen können, dass die einfach flach anliegen, besser fallen und einfach weniger Raum im Fußraum nutzen und vor allen Dingen auch weniger stören. So, wir haben jetzt knapp 25 Kilometer bereits gemacht und wir schauen mal auf den Verbrauch. 7,9 soll er brauchen. Aktuell stehen wir bei 8,2. Das ist überraschend gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber wollen wir noch mal schauen, was gleich passiert, denn gleich geht es für uns auf die Autobahn. Wenn wir uns das Heck von unserem Wrangler anschauen, dann fallen mir zuallererst immer die neu gestalteten Rückleuchten auf. Die finde ich nämlich richtig schön. Wichtig ist aber, in unserer Ausstattungslinie Sahara sind die in LED-Technologie ausgeführt, in der Basis nicht. Aber es gibt am Heck auch diese typischen Wrangler-Merkmale, wie zum Beispiel die ausgestellten Radhäuser oder aber auch das aufgesetzte Reserverad. Und da bei unserem Fahrzeug das Dach komplett abnehmbar ist, ist der Zugang zum Gepäckraum zweigeteilt, nämlich erst die untere Klappe auf und dann die Scheibe nach oben klappen. Und dann öffnet sich das Gepäckabteil. Und das ist gar nicht mal so groß, wie man von so einem langen Fahrzeug erwarten würde. Es sind nämlich nur 548 Liter mit aufgestellter Rückbank und 1059 mit umgeklappter Rückbank. Das liegt aber unter anderem an den seitlichen Einbauten hier. Wir haben hier zum Beispiel die Subwoofer drin und haben natürlich die Radläufe dahinter versteckt. Und was hier ganz spannend ist, wenn ihr nicht wollt, dass euer Kofferraum so aussieht wie der hier, dann müsst ihr eurer Frau, bevor sie das Auto fährt, sagen, dass sie die Matte umdrehen soll. Das ist etwas, das kennen wir zum Beispiel von Skoda. Da habt ihr nämlich hier eine schöne Gummimatte und damit wäre diese Stoffmatte nicht so versaut wie bei mir jetzt gerade. So, jetzt geht es für uns auf die Autobahn nach etwas mehr als 25 Kilometern. Aktueller Verbrauch immer noch 8,2 Liter auf 100 Kilometer. Wie immer fahren wir auf der Autobahn Richtgeschwindigkeit 130, werden zwischendurch 120 fahren müssen, weil da gibt es die bereits von euch oder für euch bekannte Geschwindigkeitsbeschränkung.
Und natürlich werde ich bei der Auffahrt auf die Autobahn mal kurz das Gas durchtreten, um die Beschleunigung mir anzuschauen, was er denn da so macht. Wichtig ist, unser Jeep hier hat eine Höchstgeschwindigkeit von 180 und das ist auch gut so. Und warum, das werdet ihr gleich im wahrsten Sinne des Wortes hören. So, erstmal müssen wir die Kurve meistern. Wie gesagt, Kurvenfahrten im Wrangler sollte man langsamer angehen. So, und jetzt geht's auf die Bahn. Hier ist freie Fahrt. So, jetzt beschleunigen wir, wie man sieht. Das seht ihr in dem Fall nicht. Beschleunigung ist gar nicht schlecht. Wir sind jetzt schon bei 130. Wir sind bei 140 und jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo ihr mich nicht mehr hören könnt. Und das liegt an den Windgeräuschen im Auto. Ich habe hier zum einen, wenn ich jetzt bei 150 bin, circa deutliches Motorengeräusch im Fahrzeug. Aber viel schlimmer ist, dass ich eigentlich so viel Windgeräusche im Fahrzeug habe, dass eine normale Kommunikation fast nicht mehr möglich ist. Und deswegen ist meine Empfehlung an euch, wenn ihr mit so einem Auto unterwegs seid, wir reden hier nicht von dem Cabrio, sondern wir reden von dem Hardtop. Fahrt einfach langsamer, denn ansonsten fallen euch irgendwann die Lauscher ab und es kommt noch etwas anderes dazu. Der Jeep ist halt sehr hoch, sehr lang und vor allen Dingen hat er eine Menge Bodenfreiheit. Und das bedeutet, das Auto ist windanfällig. Und das merkt man auf der Autobahn gerade aktuell, denn wir haben aktuell doch ordentlichen Wind, sehr, sehr deutlich. Von Ruhe kann hier nicht die Rede sein, weder akustisch noch bezogen auf die Lenkung, die man hier permanent nutzen muss, um einfach den Wagen in der Spur zu halten. Das lässt sich bei geringeren Geschwindigkeiten deutlich besser kontrollieren und macht das Leben dann wesentlich entspannter. Aber was ihr halt auch feststellen könnt, wir fahren jetzt 120, ich gehe jetzt wieder auf die 130, damit wir unsere Richtgeschwindigkeit auch wirklich einhalten können. Ich stelle die hier mal kurz ein. So, da haben wir unseren Tempomaten. So, jetzt aber 130. Und selbst jetzt könnt ihr hören, dass es im Lauto wirklich nicht ruhig ist. Also Komfort auf der Langstrecke in diesem Fahrzeug, bezogen auf das Geräuschniveau, leider keine Chance. Was tatsächlich nicht schlecht ist, ist auf der ebenen Autobahn. Wir haben hier gerade ein Stück, das relativ neu gemacht wurde, also eine neue Oberfläche bietet. Da liegt er dank seinen 3 Meter Radstand wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, er ist windanfällig und es ist nach wie vor mörderisch laut hier drin. So, unsere Autobahnstrecke geht fast, jetzt neigt sich jetzt im Ende zu. Wir haben jetzt etwas über 50 Kilometer hinter uns gebracht, das heißt rund 25 auf der Autobahn. Und jetzt zeigt er mir gerade, dass meine Cruise Control zu Ende ist. Die Autobahnfahrt hat dem Verbrauch unseres Wrangler nicht gut getan. Ich bin fast die ganze Zeit, bis auf den Anfang, 130 gefahren, beziehungsweise sogar eine ganze Strecke 120. Und wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch, ich muss an der Kamera vorbeischauen, von 9,2 Liter. Das heißt, wir sind 1 Liter höher als beim Auffahren auf die Autobahn. Muss aber eigentlich auch keinen wundern. Wir haben ein Auto, das ist vorne gerade, dann kommt eine Haube und dann ist wieder eine gerade Scheibe da. Wir haben die breit ausgestellten Kotflügel. Das Thema Aerodynamik, über das muss man hier im Auto, glaube ich, nicht viel reden. Und damit ist halt, sobald Geschwindigkeit dazu kommt, exponentiell mehr Verbrauch anzulegen. Und das ist hier eben auch der Fall. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr Wrangler fahrt und fahrt auf der Autobahn, lasst es ruhig angehen. A, habt ihr den Vorteil, ihr verbraucht weniger. B, behaltet ihr euer Gehör. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist hier beim Navigationssystem. Ich finde die Bedienelemente hier eigentlich ganz hübsch. Das ist ganz nett gemacht, wenn man da mal so durchgeht. Ich kann die Heizung und ähnliches regeln. Ich kann meine, auch über das Display, obwohl es dafür Schalter gibt, auch zum Beispiel die Sitzheizung aktivieren und ähnliche Dinge. Ich kann die Navigation einstellen. Was ich aber ganz spannend finde, es gibt hier einen Knopf für einen Radarwarner. Da steht aber leider daneben, Sie haben diesen Service nicht abonniert. Mich würde mal interessieren, wie der aussieht, wenn man ihn abonniert. Vielleicht spart man sich so das eine oder andere Ticket, falls man denn mal aus Versehen zu schnell fahren sollte. Für den Jeep Wrangler gibt es aktuell nur zwei Motorisierungen, nämlich zum einen den 2,2 Liter Dieselmotor mit 200 PS. Das ist das Aggregat, das unser Testwagen verbaut hat. Und dann gibt es noch einen 2 Liter Turbobenziner, der liefert 270 PS. Wichtig beim Wrangler ist, die Fahrzeuge haben alle eine 8-stufige Automatik an Bord und alle Allrad an Bord. Hier ist übrigens noch wichtig zu wissen, es gibt jetzt ein neues Allradsystem, das automatisch je nach, sag mal, Beanspruchung oder Untergrund umschaltet zwischen Allrad und Nicht-Allrad, je nachdem, wie das Auto das gerade braucht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es aktuell keinen Handschalter gibt vom Wrangler, denn ich finde, das passt zu dem Auto irgendwie sehr gut dazu.
Außerdem für die Offroad-Tauglichkeit gibt es beim Auto natürlich die unterschiedlichen Systeme zum Sperren der Achsen, damit man eben noch mehr Kraft auf die Räder kriegt, wenn es mal rutschig oder steil wird. Ihr könnt übrigens auch mal schön den Motor hören. Also schon, wie ich finde, recht deutlich der Diesel zu hören. Was ich ganz spannend finde hier beim Getriebe ist, wir haben das 8-stufige Automatikgetriebe. Das schaltet sauber, aber wenn man anfährt oder vom Gas geht und wieder aufs Gas drauf geht, relativ direkt. Also das ist so relativ unsanft, würde ich mal sagen, wie der Wagen dann anspricht. Ich jetzt zum Beispiel hier drauf trete, jetzt ist sofort da. Da muss man sich so ein bisschen mit dem Fuß dran gewöhnen, an das Gaspedal, wie man damit umgeht, damit es hier drin gemütlich bleibt. Ist aber grundsätzlich sicherlich keine falsche Sache, denn wenn man mit dem Fahrzeug offen unterwegs ist, dann will man eben genau die Kontrolle haben. Jetzt haben wir das Thema Fahrwerk, Achtung, Bahnübergang. Da merkt man doch schon die Hubbel relativ deutlich im Auto. Und hier auch, hier sind so ein paar kleine Spurrillen, die hört man und die merkt man. Ist halt ein Offroader. Aber wer einen echten Geländewagen will, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Was ich hier im Wrangler relativ cool gemacht finde, das ist das Thema Musik. Denn wir haben hier ein Soundsystem, das hat 9 Lautsprecher und Subwoofer. Und wir haben 2 Lautsprecher hier oben vorne auf dem Armaturenbrett. Wir haben aber auch 2 Lautsprecher hier oben in diesem Überrollbügel verbaut. Das finde ich, das hat irgendwie so einen, nicht nur einen relativ guten Sound, sondern auch einfach eine kernige Optik, dass man einfach sagt, man hat oben im Dach Lautsprecher, findet man so. Ich wüsste eigentlich gar nicht wo. Ich kenne gar kein Auto, das das sonst noch hat. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich sehe das aktuell zum ersten Mal. Wo wir gerade so gemütlich durch die Stadt rollen, aktuell mit einem Verbrauch von 9,0 Litern, also wir haben schon 0,2 wieder gut gemacht, können wir mal kurz über das Thema Ablagefächer im Wrangler sprechen. Und hier ist es so, dass wir in den Türen im Fahrzeug nur Netze finden, in die wir Sachen reinlegen können. Die sind relativ weich, die Netze, also so schwer dürfen die Sachen nicht sein. Gilt übrigens auch für die hinteren Türen. Ich habe hier in der Mitte eine Mittelkonsole mit 2 Becherhaltern. Vorne in der Mitte habe ich nochmal unten ein ganz flaches Fach. Da passt ein Handy rein, aber wirklich nicht viel mehr. Und ich habe hier noch eine Mittelarmlehne in einer schönen großen Auflage und die kann ich in 2 Stufen öffnen. Das Witzige ist, das untere Fach, wenn ich es aufmache, ist ein relativ großes Staufach. Das obere Fach ist ein eher flaches und da sind bei uns aktuell die Werkzeuge drin verstaut, die man braucht, um den großen Teil des Dachs vom Fahrzeug zu lösen. Auf der Rückbank gibt es außerdem dann noch die Möglichkeit, eine Mittelarmlehne runterzuklappen. Und in dieser Mittelarmlehne sind quasi in der Kopfstütze der Mittelarmlehne auch nochmal 2 Becherhalter. Und das war es hier im Auto an Staumöglichkeiten für Fahrer, Beifahrer und Passagiere. Wichtig außerdem eine, wie ich finde, gute Sache. Es gibt hier vorne im Fahrzeug unter einem Deckel, um das Ganze so ein bisschen robuster zu halten, da steht Media drauf, ein USB-Anschluss und bereits ein USB-C-Anschluss. Und das gleiche gilt auch für die Rückbank. Da gibt es ebenfalls einen USB- und USB-C-Anschluss. Und es gibt hier in dem Staufach in der Mittelkonsole auch nochmal einen weiteren USB-Anschluss. Ich finde es ganz schön, dass Jeep das so gemacht hat, nicht auf das eine oder andere zu setzen, weil wir eben gerade in so einer Übergangsphase sind. Einige Hersteller, die sagen, ab sofort nur noch USB-C, benutzen aber noch nicht alle. Andere sagen, weiterhin USB ist für den USB-C-Benutzer wirklich blöd. Und Jeep hat einfach die Mitte gewählt, finde ich persönlich gut. So, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingspunkt hier in Landshut. Die Einfahrt in die Altstadt mit dem Blick auf die Kirche. Und dank des guten Wetters und des Wochenendes den Blick auf die Menschen, die hier in den Eiscafés sitzen. Und für mich aktuell wichtiger, den Untergrund, den wir ab jetzt haben, nämlich Kopfsteinpflaster. Und da kann man fühlen und sofort sehen, dass der Jeep hier zeigt, dass er auf solchen Untergründen nicht der komfortabelste Vertreter ist. Und man kann das Ganze auch, wie ich finde, sehr deutlich hören. Wir haben hier eine Vibration, das ist, glaube ich, aktuell eine unserer Kameras, nämlich die nach außen geht. Die halt jetzt mal fest. Und man kann auch dieses Wummern hören, weil hier im Auto wirklich richtig Bewegung ist. Und jetzt fahren wir mal durch die engen Gassen hier der Landshuter Innenstadt. Wie gesagt, noch ein bisschen Kopfsteinpflaster. Das können wir jetzt mal so tun, als ob wir das genießen. Die Aussicht hier ist schön. Die Rundumsicht, zumindest zu den Seiten, ist auch schön. Aber der Untergrund ist in diesem Auto nicht nur eine Freude. Hier ist übrigens 30. Wir haben jetzt fast 70 Kilometer unserer gesamten Strecke hinter uns.
und haben durch die Fahrt in der Stadt jetzt den Verbrauch wieder runtergedrückt um insgesamt 0,3 Liter und sind jetzt bei 8,9. Jetzt halten wir an und Stopp-Start-System schaltet ein, Fuß von der Bremse, Motor startet, macht er relativ unauffällig, aber das Interessante ist, er hört tatsächlich auf zu laufen, das merkt man kaum, das hört man nur. Er startet wieder, das ist mit einem kleinen Ruckeln verbunden, macht er aber, wie ich finde, sehr schön schnell und damit stört es überhaupt nicht. Der einzige Nachteil dabei ist, dass wir eben den Motor sehr deutlich hören und dann fällt eben es doch auf, dass der Motor aus und wieder angeschaltet wird. Aber ansonsten, wie gesagt, normal starten läuft sehr schnell und vor allen Dingen meistens schon bevor ich den Fuß auch nur am Gas habe und damit stört es überhaupt nicht. So, jetzt haben wir unsere Stadtfahrt fast beendet, es sind nur noch wenige hundert Meter, dann haben wir diesen Teil abgeschlossen und meine Schätzung lag leider etwas unterhalb des tatsächlich erreichten Werts, denn wir haben jetzt tatsächlich nach dieser Fahrt durch die Stadt und ganz wichtig, fast ohne Stop and Go, immer noch 8,9 Liter Durchschnittsverbrauch hier auf der Anzeige stehen. Das ist tatsächlich so, dass die Stadt eben nicht das rausreißen konnte, was die Autobahn verursacht hat. Aber so ist es halt. Wir versuchen unser Glück jetzt nochmal auf der Landstraße. Vielleicht können wir den Wert noch ein bisschen drücken. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Als echter Offroader hat der Jeep natürlich nicht nur den normalen Allradantrieb an Bord, sondern ich habe hier neben dem Gangwahlhebel der Automatik einen zweiten Hebel, um die unterschiedlichen Fahrprogramme für den, sag mal, Offroad-Einsatz oder eben auch nicht Offroad-Einsatz zu wählen. Und so kann ich mich hier eben entscheiden, ob ich im sogenannten 2H-Modus fahren will, das heißt Heckantrieb und eben nur eine Achse angetrieben bzw. zwei Räder. Oder ob ich eben sage, ich will in dem 4H-Modus fahren, das heißt, ich fahre ebenfalls höhere Geschwindigkeiten, aber mit permanentem Allradantrieb. Oder ob ich eine neue Funktion nutze, die es bei Jeep jetzt gibt, nämlich diesen 4H-Auto-Modus. Das heißt, in dem Fall ist das ein Modus, wo das Fahrzeug immer dann Allrad nutzt, wenn er gebraucht wird, aber im Normalfall schon versucht, die spritsparende Variante mit nur einer angetriebenen Achse zu nutzen. Und damit muss ich mich bei normaler Fahrt, zum Beispiel auch bei veränderten Wetterbedingungen oder bei Schnee oder ähnlichen Dingen, nicht darum kümmern, immer wieder in Allrad oder nicht in Allrad zu wechseln und habe trotzdem den Verbrauchsvorteil, wenn eben der Allrad nicht gebraucht wird. Dann gibt es aber hier beim Wrangler außerdem noch ein Untersetzungsgetriebe, das ist in diesem Fall dann 4L, also 4 Low, und das bietet mir dann die Möglichkeit, wirklich auch bei schlechtesten Verhältnissen schön langsam und sehr kontrolliert mit dem Fahrzeug durchs Gelände zu krabbeln. Während der Fahrt jetzt hier auf der Landstraße, aktuell fahre ich ziemlich genau 100 km/h, merkt man schon, dass es auch hier schon relativ laut im Auto ist. Und deswegen denke ich aktuell, dass ich mich wahrscheinlich eher für die Cabrio in Anführungszeichen Variante, die mit dem Softtop, entscheiden würde. Denn ich glaube nicht, dass die viel lauter ist. Und da kann ich eben mal eben aus meinem Auto ein Cabrio machen, was hier eben doch ein bisschen länger dauert. Denn ich denke, lärmmäßig wird es keinen großen Unterschied machen. Auch bei Tempo 100 ist es hier drin nicht wirklich leise. So, unsere Fahrt ist fast vorbei. Es ist noch rund ein Kilometer bis zum Ziel. Dann sind wir wieder an unserer Tankstelle. Und trotz der Fahrt gemütlich über Land haben wir jetzt nicht so viel weniger bezogen auf unsere Anzeige hier stehen. Aktuell sind es 8,8 Liter nach 99,2 Kilometern. Mal schauen, wenn wir jetzt gleich an der Tankstelle sind, was wir denn dann wirklich tanken. Bin mal gespannt, wie weit wir weg sind von dem angezeigten Verbrauchswert. Das war meine Probefahrt oder Verbrauchsfahrt im Jeep Wrangler in der Ausstattungslinie Sahara, der Langversion mit dem 2,2 Liter Diesel mit 200 PS und natürlich mit Allrad. Ein paar Sachen zum Auto im Allgemeinen. Was mir am Wrangler nicht ganz so gut gefällt beim Fahrzeug, ist zum einen die Verarbeitung. Die ist leider hier und da so ein bisschen, sagen wir es mal, holprig, nicht so präzise, wie ich es einfach gerne hätte. Das sieht man zum Beispiel sehr gut an diesem Thema Dachhimmel vorne mit den rausnehmbaren Elementen, die halt von unten, sagen wir mal, weißen Styropor lackiert zeigen, also mit Klarlack überzogen. Finde ich, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Gibt aber hier und da auch noch so ein paar andere Ecken, die mir einfach nicht gut gefallen. Außerdem eine Sache, die muss ich anmerken. Der Jeep Wrangler hat im Euro NCAP nur einen Stern bekommen. Das heißt,
Das Auto gehört natürlich nicht zu den sichersten Fahrzeugen der Welt, ist aber auch nicht wichtig. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass im Grunde genommen der Insassenschutz völlig in Ordnung ist, aber der Wagen zum Beispiel eigentlich keine Assistenzsysteme serienmäßig bietet, also weder einen Notbremsassistenten noch einen Lane Assist oder ähnliches. Und das zum Beispiel auch das Thema Isofix auf der Rückbank, da gibt es nur zwei Positionen und die sind eben auch nicht für alle Sitze geeignet, wenn man dann 100% sicher sein will, dass die Zwerge gut aufgehoben sind. Gibt also hier und da wirklich, wie ich finde, ein bisschen Nachholbedarf. Was mir am Auto außerdem nicht ganz so gut gefällt, das ist die Geräuschkulisse, das habe ich aber während der Fahrt gesagt. Der Wagen ist extrem laut. Ich glaube gar nicht mal, dass der mit dem Softtop lauter wird, deswegen würde ich mir sogar das Softtop kaufen. Und ich finde auch hier bei dem Fahrzeug mit dem Hardtop, das Abmontieren des hinteren Bereichs, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ich denke, wenn man da 10 Minuten für braucht, das ist eine Sache, die macht man nicht mal eben, die kann man auch nicht alleine machen. Deswegen wäre mein Tipp, ich würde ihn nicht mit Hardtop kaufen, sondern ganz klar mit einem Softtop, denn das mache ich dann selber. Was mir am Auto richtig gut gefällt, das ist zum einen, wie er daherkommt, denn er kommt wirklich als richtiger Wrangler daher und natürlich, was beim Auto richtig klasse ist, das sind die Offroad-Eigenschaften. Ich bin zwar mit dem Wagen jetzt nicht Offroad gefahren, ich weiß aber trotzdem, was er kann und da ist er sicherlich einer von den Wagen, die da richtig ehrlich sind. Und das ist auch so das, was ich beim Wrangler wirklich mag, das ist ein ehrliches Auto. Der steht halt zu dem, was er ist. Jetzt aber zum Thema Verbrauch des Fahrzeugs. Der Wrangler wird angegeben in der Version, wie wir ihn gefahren haben, mit 7,9 Liter auf 100 Kilometer. Bei uns war es so, die Tankanzeige hat nach 100 Kilometern normaler Fahrt über Land, durch die Stadt und über die Autobahn angezeigt, 8,8 Liter sind nachzutanken. Ich habe das versucht, ging nicht. Der Wagen hat schon nach 2 Litern die Zapfsäule gesperrt. Woran das liegt, ob das am Sensor liegt, ich habe keine Ahnung. Ich konnte tatsächlich nicht komplett nachfüllen, kann euch daher nicht sagen, ob dieser angegebene Wert der Realität entspricht. Fakt ist, ich habe es geschafft, etwas über 5 Liter einzufüllen, aber ich glaube nicht, dass er nur 5 Liter gebraucht hat. Allgemein noch ein Wort dazu, das Auto kostet in der von uns gefahrenen Variante ab 57.000 Euro, finde ich eine ziemliche Hausnummer. Ist eine ganze Menge Geld. Und vor allem, wenn man das Auto auf der Straße fährt, denn da hat der Wrangler, wie ich finde, nicht wirklich dazugelernt. Denn der ist auf der Straße immer noch sehr schwammig. Das heißt, die Lenkung ist überhaupt nicht präzise. Aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das Auto macht irgendwie Spaß. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, so ein Fahrzeug als Zweitwagen zu haben, mit dem ich einfach nur dann fahre, wenn ich Lust habe, so ein Auto zu fahren. Oder wenn ich Offroad fahren will, oder wenn ich in Spanien ein Haus habe, will mal am Strand fahren. Da ist der richtig klasse. Und ich denke, einen Wrangler musst du einfach wollen und dann ist dir der Rest auch völlig egal, denn das ist ein Unikat. Das ist einfach ein Auto, das man mögen muss, um es zu kaufen. Und deswegen, wenn ihr euch für so einen echten Offroader interessiert und wenn ihr sagt, ein Wrangler könnte es sein, fahrt ihn einfach mal Probe. Vielleicht stören euch ja die Sachen nicht, die mich gestört haben.